Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Trains A New Era. Beim letzten Mal sind wir hier die Healsville gefahren und da ist uns der Zug kaputt gegangen. Wir wissen nicht wieso. Deswegen machen wir hier nicht weiter. Das war die Melbourne Cup. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal Melbourne Cup Day. Die Nordstrecke. So. Oder? Machen wir das hier. Und ihre Geschwindigkeit im Auge behalten. Das hier ist bestimmt, ja, das ist eine Mehrspielersitzung. So funktioniert das jetzt also. Und deswegen würde ich sagen, machen wir doch einfach mal das, was wir noch nicht haben. Und jetzt warten wir einfach. Kann ja nicht schwer werden. Also wir könnten wieder den Zug kaputt machen, das ist klar. Aber ich hoffe, dass mir das dieses Mal nicht passiert. Denn das wäre durchaus schade und, ja, unintelligent von mir. Naja. Gut, wir warten einfach mal darauf, dass der jetzt fertig lädt. Übrigens, okay, er hat fertig geladen. Sie befinden sich gerade im Lokschuppen von Healsville. Folgen Sie den Orientierungspunkten, um Ihren Zug anzukuppeln und sich auf die Abfahrt vorzubereiten. Benachrichtigungsfenster mit wichtigen Informationen werden eingeblendet. Ihre Zielvorgaben bei Ihnen halten Fahrpläne sowie Rangierinformationen. Ui, die hat sogar einen offenen Deckel. So. Gut. Also fahren wir mal los. So, wir sollen ein bisschen nach da hinten fahren. Okay, mit F5 kann man das Interface ausblenden. Das sieht gerade auch wieder echt schön aus. Ja. So, wir blenden natürlich wieder alles ein. So. So, Anzug ankuppeln. Sind die Weichen denn jetzt alleine schon automatisch für uns gestellt? Also wir sollen dann den Zug hier ankuppeln.
So, wir stellen auf rückwärts und wir fahren an. Oh, doch an den Zug da hinten. Ja, vielleicht sollte man nicht mit voller Pulle bremsen, aber auch nicht mit voller Pulle in den Rangiervorgang gehen. So. Gut. So. Gut, jetzt müssen wir warten. Bis Abfahrt ist. Ja, wir haben ein kleines Problem. So, jetzt sind wir angekuppelt wieder. Ja, gut. Wie lang ist denn der Bahnsteig? Oh, wir stehen mit einem Wagen schon nicht mal am Bahnsteig. Naja, ist eh nur der Postwagen. Türen sind zu. Gut. Dann warten wir doch einfach mal. So. Kohlestand. Wie mache ich diese scheiß Klappe wieder zu?
Da. Kohle, 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 Kohle. Zahlenblock 1. Alternativende. Ende soll also funktionieren. Tatsache. Jetzt haben wir da nur viel zu viel Kohle drin. So, jetzt warten wir auf die Abfahrt. Und dann kann es auch schon wieder losgehen. Gut. Ja. Während wir hier warten, ja, gibt es eigentlich gar nichts zu machen, ne? So, jetzt haben wir Abfahrt. Und nach Yara Glen. Also mit dem neuen Gaming-PC wird das natürlich noch genialer. Aber auch jetzt muss ich schon sagen, gefällt mir die Grafik echt gut. Sie hat so ein bisschen den Stil von der Modellbahn, aber auch von der echten Bahn. So. Mir gefällt es, muss ich doch sagen. So, Fahrt nach Yara Glen. Kohlestand. Wasserstand. Water können wir nachfüllen. Da Fug? Okay. Okay. Ja. Das würde ich einen Bug nennen. Was da genau passiert ist, muss ich mir noch mal in der Wiederholung angucken. Ich glaube, durch das Wasser nachfüllen ist die Lok auf Highspeed beschleunigt und entgleist. Irgendwie sowas. Ja, das war's auf jeden Fall für die zweite Folge. Beim nächsten Mal versuchen wir das noch einmal. Bis dahin und bye bye.